Und was das Thema systemische Rivalität angeht, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz darüber im Klaren, was damit gemeint sein könnte. Denn wenn ich die Sache richtig betrachte, dann habe ich nicht den Eindruck, dass Europa gewillt ist, sein politisches System zu ändern. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass China bereit ist, sein politisches System zu ändern. Wir leben gemeinsam auf einem großen eurasischen Subkontinent. Und ich glaube, die Achse zwischen China und Europa, zwischen der EU und Europa als Entwicklungsachse, aber auch als Stabilitätsachse, ist von entscheidender Bedeutung. Und deswegen brauchen wir einen engen Schulterschluss zwischen Deutschland und China.